Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zurück in einem trostlosen Tag in der weiteren Lockdown-Phase. Ekelbenlogen, ja, das ist der neue Trend. Ich glaube, das ist der Trend des Lockdowns. Wir zeichnen unsere schwarze Balken einfach unter die Augen, damit man nicht sieht, wie schlecht es eingeht. Ja. Auch ich glaube, bei mir zeichnet sich langsam der Lockdown seelisch ab. Ja. Mal gerade eine nicht so tolle Phase eingehen. Es ist mal wieder ein trostloser Tag draußen. Wie hier drinne. Heute ist Sonntag, ich bin gerade aufgestanden, ich mache mich gleich bereit. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich mich auch ein bisschen optimiere, weil ich habe mitbekommen, wenn ich mich ein bisschen schicker mache, habe ich auch ein bisschen mehr Lust zu lernen. Ja, ich halte weiter an meinem Projekt fest, an meiner Ausbildung, Krankenschwester. Ich möchte mich weiterhin spezialisieren für die Intensivstation. Ich wollte euch heute mal erzählen, was die letzten Tage bei mir abging. Ja, ich habe jetzt eigentlich seit 2 Wochen Schule, habe viel, also bei mir in der Ausbildung, dadurch, dass es die generalistische Ausbildung ist, ist es ja so, vielleicht stelle ich euch mal hier rauf. Ich weiß gar nicht, geht das? Sieht man mich? Ja. Da ist es ja so, in der generalistischen Ausbildung, dass alle Themen in der Schule auch nur angeschnitten werden. Ich glaube, das geht doch nicht. Ich nehme euch da. Alle Themen werden schon angeschnitten. Die Woche haben wir die Verdauungsorgane gehabt. So fängt im Mund an. Speiseröhre, Magen, Speicheldrüse, Dünndarm, Dickdarm. Das alles. Nächste Woche haben wir die Nieren. Wir haben Aspiration gehabt. Haben wir noch gehabt. Ich muss mal überlegen, es war so viel. Ja, jeden Tag hat man dann irgendwie Schule von 8 Uhr oder 7.45 Uhr bis 15 Uhr Online-Unterricht. Man schreibt viel und nach dem Online-Unterricht sitze ich eigentlich immer noch und arbeite viele Sachen aus oder das verstehe. Ich habe mir ja zum Beispiel so richtig den Magen aufgezeichnet, Bauchspeicheldrüse, den Dünndarm, den Dickdarm, alles und jeweils in diesem Organ die Funktion und die Besonderheiten mit reingeschrieben, sodass man das besser versteht. Ich gucke mir auch ganz viele YouTube-Videos an. Dann haben wir die Woche so eine mündliche Prüfung gehabt über Decubitus. Mussten wir online eine Präsentation vorbereiten. Bei mir ist es halt so, ich kann nicht, es gibt tierische Prüfungsangst. Also die hatte ich schon vor 25 Jahren. Aber ich bin ja erst 28. und ja, da mussten wir frei sprechen vor Lehrern oder Dozenten, das ist gar nicht so mein Ding. Da fange ich dann an zu stottern, das ist mein Manko. Ja, es zieht mir dann ganz schön im Wege immer, aber gut. Kann man natürlich auch so auslegen, dass man das ganze Thema nicht verstanden hat. Weil die meisten Lehrer dann denken. Das ist so ein Ding, da stoße ich immer wieder bei den Lehrern leider auf, wie sagt man, auf kalte Wände. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber das macht mich halt sehr traurig. Das arbeitet an mir und, aber nun gut. Müssen weitermachen. Ja, ihr merkt so schon, dass ich bin sehr bedrückt in letzter Zeit. Also diese Quarantäne, nicht Quarantäne, das ist nicht Lockdown, belastet mich tierisch doll. Ich sage nur. Es wird nicht besser. Meine innerliche Unzufriedenheit und Kratzbürstigkeit. Ich wollte euch eigentlich erzählen, dass ich in meinen Blumentöpfen Gerstengras reingehauen habe. Weil Fakt ist, als ich am Bodensee gelebt habe, da sind meine ganzen
Pflanzen waren so mega grün. Ne? Guckt euch mal die an. Das ist doch keine Pflanze mehr. Das ist doch Katastrophe. Die ist schön, ne? Ja. Aber da sind jetzt Zigarettenstummel. Ey, Alter. Geht gar nicht, oder? Also, oh. Egal, beruhige dich. Beruhige dich, Logan, beruhige dich. So, der sieht ja auch nicht so toll aus. Und der auch nicht, aber nun gut. Ist nicht mehr meine Baustelle. Ja, da habe ich gestern Gras mit Wasser aufgehauen. Will ich euch zeigen. Anfangen. Ja, ich will ganz was. Müsste ich sagen. Ich kann auch mal wieder anfangen. Ja, vielleicht geht es mir dann besser. So, ich werde jetzt erstmal schnell meine Wäsche aufhängen. Auch ich muss mal Wäsche machen. Ich finde das schön, dass ich die ganze Wohnung so schön nach frischem Duft. Ja, ansonsten werde ich mich dann jetzt gleich fertig machen. Oh, die schwarzen Pets machen. So, Leute, erkennt ihr mich? Ich habe nämlich etwas gerichtet. Übrigens habe ich eine neue Mimpenspray gekauft. Heißt es Wimpernspirale oder heißt es Wimperntusche? Keine Ahnung, ihr kennt die Wimpernspirale. Aber wir meinen alle das Gleiche, denke ich. Wimpernspirale gekauft und ich habe sogar, also da ist so eine Base mit dran, so ein weißes Zeug. Schaut mal. Jetzt habe ich sogar wieder ein paar Wimpern. Ja, und jetzt mache ich mir erstmal einen Joghurt. Ja, und ich habe mich etwas gerichtet. Das Haar natürlich sieht aus wie immer einfach nur lang und langweilig. Aber ich hatte ja Geburtstag vor 2 Wochen oder 3 Wochen, genau. Und da hatte ich mir eigentlich von Philips, ich glaube von Philips war das, so einen Lockenstab bestellt bei Amazon. So einen größeren. Also eine Kollegin von mir hatte mal einen kleineren und da war mein Haar einfach zu lang. Und dann hatten wir hier oben, aber am Wecker mal ein bisschen probiert. Und haben halt nur die Hälfte gemacht. Und da hatte ich so richtig schöne Locke. Also, ich glaube, bei diesen Philips-Locken, wisst ihr, wo man das so reinzieht, diese Haare, diese Strähne? Da halten die Locken. Obwohl ich vielleicht nachher mal probieren könnte mit dem Lockenstab, wenn die Haare so ein bisschen drüber sind, also kurz vorm Waschtag. Ich glaube, dann halten Locken am besten vom Lockenstab. Ich probiere es nachher mal. Ansonsten, was ich euch sagen wollte, also der Inhalt jetzt, ich merke schon wieder, ich schweife ab. Der Inhalt war eigentlich, ich hatte mir einen Locken Automatgerät da von Philips bestellt zum Geburtstag über Amazon. So ein Geburtstagsgeschenk für mich selber. Aber da gab es irgendwie Lieferzeitzögerung oder es ging auf einmal wieder zurück. Aber mein Name, glaube ich, wieder unten an der Klingel nicht dran stand. Da steht nur ein Briefkasten dran. Ja, vielleicht wäre eine Möglichkeit, dass ich mir da mal wie so weit hole. Aber ich fühle mich schon irgendwie am wohlsten, wenn ich hier so meinen Düdel habe. Ne? Also. Vielleicht, weil ich ihn schon immer hatte, ich meine, Leben lang, versteht ihr, was ich meine? Ich meine, naja, man kann es ja mal probieren. Jetzt will ich mir auf alle Fälle hier einen Joghurt machen mit ein paar Scheisamen, egal. Hauptsache, sieht Katastrophe aus. Ein bisschen Müsli, ein bisschen Haferflocken, ein bisschen Joghurt und ein bisschen Banane. Ja. Und dann frühstücken wir es. So, ihr Banausen, habt ihr euer Frühstück auch so gut aufgegessen wie ich? Es ist leer. Ich liebe es, ja. Gerade ein Stück Banane am Zahn. Ist aber richtig eklig. Egal. Sieht zwar wahrscheinlich nicht ganz so schön aus wie bei den ganzen Instagram- und YouTube-Stars. Aber zum Schluss kommt es alles nur in einen Magen und wird verdaut. Und die Verdauungsorgane, die hat sie ja gerade. Ja, ich sitze gerade auf meiner Zeichnung hier. Das soll übrigens ein Dickdarm sein. Das ist übrigens der Mond. Und das ist die Speicheldrüse. Speiseröhre, meine Entschuldigung. Der Magen. Ja. Meine Zeichnungen sind nicht so toll. Aber für meinen Kopf reicht das. Ich brauche ja mal so ein bisschen bildlich was.
Deswegen, wenn mir das einer bei YouTube, wenn bei YouTube zum Beispiel gebe ich auch was ein, immer, da gibt es immer so schöne kleine Filmchen, da verstehe ich es eher, als wenn dieses Schwarz-Weiße auf dem Heft immer, ne? Oder hier. Schwarz-Weiß. Das ist wie, keine Ahnung, das kommt in meinem Kopf nicht an. Ich brauche immer alles schön bunt. Ich träume ja auch bunt. Was ich euch noch erzählen wollte, ist, kennt ihr sowas? Also, ist mir schon total oft passiert. Also, ich kann mir sehr gut Gesichter merken. Sehr, sehr gut. Und das rattert bei mir teilweise so lange in meiner Birne, bis ich dieses Gesicht oder was auch immer zuordnen kann. So, was ist passiert gestern auf Arbeit? Ich war da ja jetzt zwischendurch 3 Monate nicht. Da hatte ich halt ein Gespräch und haben sie gesagt, ah Mann, jetzt komm da mal wieder. Und wann möchtest du arbeiten und so? Na, jedenfalls bin ich da wieder arbeiten. Und da war da jetzt eine Kollegin, da dachte ich, Mann, die kennst du doch. Aber, mein Gott, das war ja alles auch schon vor 20 Jahren, wo wir gefeiert haben und so, ne? Da waren wir noch alle jung und dünn. Und die sah auf einmal so ein bisschen älter aus. So. Also ich würde jetzt nicht sagen verbraucht, das hört sich schon wieder böse an. Ne? Aber so, man merkt halt, dass 20 Jahre vorbei sind. So, ohne das jetzt zu kritisieren oder so. Und da habe ich gesagt, ey Mann, die hieß die auch Katrin, ja? Katrin hieß meine Freundin damals auch, mit der wir gefeiert haben. Ich denke, du Mann, Katrin, hast du nicht damals da und da gewohnt? Ja, wieso? Ich sage, Mann, kannst du dich nicht an mich erinnern? Wir waren früher immer in den Magic Hallen feiern. Hier so Elektro. Wir standen immer vor der Box und haben gefeiert ohne Ende. Von Freitags bis Montags durch. Ja. Und sie so, Mann, ja, stimmt. Ja, aber sie konnte sich nicht so an mich erinnern. Oh, schade eigentlich. Vielleicht, weil ich schöner geworden bin. Kleiner Joke. Naja, manche werden halt mit den Jahren schön. Ich wurde ja, muss ja sowieso sagen, ich war als Kind ein total hässliches Entchen. Schaut mich an. Entchen, der Schwan ist geworden. Ein gesundes Selbstwertgefühl ab und zu mal. Brauche ich einfach, damit es mir mal gut geht. Sollte jeder machen, der sich schlecht fühlt, der sollte sich vor den Spiegel stellen und sagen, bist du eine geile Schnitte. Wenn es dich nochmal geben würde, dich würde ich auch vernaschen. Ich schwöre euch, macht da 3, 4 Tage und euch geht's gut. Da wirkt ihr auch nicht überheblich oder so. Das müsst ihr nicht in der Öffentlichkeit machen. Da macht ihr ganz so für euch. So. Früher war das auch so, dass ich immer dachte, ich bin hässlich, ich werde nur gehänselt. Ich wurde auch viel gehänselt und gemobbt. Wirklich, ich schwöre euch. In der Schule, alleine meine Mutter war Lehrerin. Alle haben meine Mutter gehasst, weil meine Mutter die strengste Lehrerin überhaupt war. Und ich war auch noch das Kind von dieser Lehrerin. Versteht ihr, was ich meine? Ich hatte das wirklich nicht einfach in der Kindheit. Und wer hat darunter gelitten? Nur weil meine Mutter Lehrerin war, natürlich ich. Ja. Und was habe ich gemacht? Irgendwann habe ich die Stadt verlassen, bin in eine neue Stadt gezogen und habe mir gesagt, ey, kick dich an, toll siehst du aus, tolles Mädchen bist du. Hab mir vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, wenn es dich nochmal geben würde, dich will ich auch vernaschen. So. Und ich schwöre euch, ihr müsst was für euer Selbstwertgefühl machen. Stellt euch vor den Spiegel, steckt euch euer Selbstbewusstsein. So habe ich es auch gemacht. Okay, Leute, die euch dann kennen und ihr quatscht so, dann wirkt es leicht überheblich. Aber mein Gott, Leute, die euch wirklich kennen, die wissen ganz genau, wie ihr meint es. So, ganz einfach. Und Leute, die sich irgendwelche Meinungen von euch bilden und euch nicht wirklich kennen, mein Gott, da scheiß drauf. Da scheiße ich auch mittlerweile drauf. Brauchte ich auch sehr, sehr lange. Mir ist egal, was die Leute von mir denken, ganz ehrlich. So, ihr süßen Turteltäubchen und ich, dezent, extra süße Turteltaube. Ja, ich kann euch noch mal zeigen, so sieht weiterhin mein Arbeitsplatz aus. Guck mal, dann habe ich mir jetzt noch mal alles aufgezeichnet, damit ich es besser verstehe. Und das werde ich mir wahrscheinlich an die Tür da so rankleben, damit ich das immer sehe. Also ein paar so kleine Hilfen und Unterstützungszettelchen, die kann man sicher machen. Ich habe natürlich auch hier diese Karteikarten hier wieder mir beschrieben. Hilft mir halt auch immer sehr. Ne? Aber nun gut, ich denke mal, oh, ich spiele die Sendete. Oh, es ist schon halb 4 Uhr. Oh, die Zeit vergeht ja.
Ich werde jetzt trotzdem ein kleines Nickerchen machen. Ein bisschen müde ist er. Und dann denke ich mal, hoffe ich, das Video ist hochgeladen. Seid gut zu euch selbst und